Jens und Kops auf Streife. Heike und Karl-Heinz sind auf Streife und halten sich für den Einsatz bereit. Wie lange haben wir noch Schicht? Noch gut 2 Stunden. Zwei Stunden noch hinter Touris und Jugendlichen herräumen. Naja, Lust auf Pizza nach der Schicht? Pizza ist gut. Okay. Ach, guck mal, da liegt doch was. Ich ruf schon mal einen Krankenwagen. Na super, schon wieder Müll. Das glaub ich jetzt nicht. Wir haben hier folgende Situation. Hier liegt eindeutig Müll rum. Das ist ein klarer Regelverstoß hier in der Kernzone. Dieser Sache werden wir jetzt knallhart nachgehen. Guck mal, da hinten liegt noch mehr Müll. Also, der RTW rollt, aber wir können jetzt nicht so einfach auf die warten. Wir müssen unbedingt der Spur nachgehen. Oh, das glaub ich jetzt nicht. Das waren wieder die verflixten Jugendlichen. Ach Heike, wir waren da auch mal jung. Guck mal, da hinten liegt noch mehr Müll. Oh. Schau mal Heike, da sind doch welche abseits des Weges. Das geht doch nicht. Heike, stopp! Wir dürfen doch selbst nicht vom Weg abgehen. Also, Heike wollte ja nur ihren Job machen. Aber wir müssen uns auch an die Regeln halten. Ganz ehrlich, Karl-Heinz soll sich mal nicht so haben. Der soll mich mal meinen Job machen lassen. Ja gut, was machen wir jetzt? Zu denen gehen können wir nicht. Das vielleicht nicht, aber vielleicht können wir sie zu uns locken. Wie stellst du dir das vor? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe jetzt unseren Polizeihotspot eingeschaltet. Und wenn sie sehen, dass es bei uns gratis Internet gibt, dann kommen die schon von ganz alleine hierher. Guck mal, da kommen sie schon. Kernzonenkops, was haben wir denn falsch gemacht? Naja, keine Ahnung. Wir wollten... Nee, jetzt reden erstmal die Erwachsenen. Ihr seid abseits des Weges gegangen. Innerhalb der Kernzone, das ist verboten. Und dann noch der ganze Müll, den ihr hinterlassen habt. Das mit dem Müll waren wir nicht. Wir haben unsere eigenen Flaschen und Brotbüchsen dabei. Und dass wir auf den Wegen bleiben müssen, das wussten wir nicht. Okay. Dann bleibt es hier bei einer Verwarnung, ist nicht schlimm. Aber für das nächste Mal wisst ihr Bescheid. Ich finde es gar nicht gut, dass Karl-Heinz in mein Auge zudrückt. Wenn es nach mir ginge, würde ich sofort ein dickes Verwarngeld geben. Tja, oder Jugendknast. Wenn die es nicht waren, dann sind die wahren Täter noch auf freiem Fuß. Und wenn ich den ganzen Darst absuchen muss, die hole ich mir. Kernzonenkops auf Streife. Heike und Karl-Heinz haben Müll gefunden. Die Verdächtigen waren jedoch unschuldig. Nun suchen die beiden den Darst nach den Umweltverschmutzern ab. Und wenn ich den ganzen Darst absuchen muss, die hole ich mir. Boah, wir sind jetzt hier schon voll lang unterwegs und wir haben immer noch keine Spur von den Tätern. Ja. Warte, ich krieg grad einen Funkspruch rein. Ja? Okay. Ah, okay, wir sind unterwegs. Wir haben gerade eine heiße Spur. Auf zum Weststrand. Okay. Ruf schon mal einen Krankenwagen. Als ich gesehen habe, dass das unsere Täter sind, bin ich natürlich sofort losgelaufen und habe die Verfolgung aufgenommen. Damit haben wir natürlich nicht gerechnet, dass auf einmal die Kernzonenkops aufkreuzen. Da haben wir natürlich schnell die Flucht ergriffen. Aber wir haben noch ganz getan. Los, hoch mit euch. Super, du hast sie geschnappt. Kernzonenkops, sie sind jetzt erstmal verhaftet wegen Umweltverschmutzung und Wildcampen. Also ich hätte hier ein Auge zugedrückt. Aber Umweltverschmutzung und Wildcamping, das ist schon hart kriminell. Ruhe, ihr habt das Recht zu schweigen. Das war wieder ein brenzlicher Fall hier in der Kernzone. Die beiden kommen erstmal mit auf die Wache. Und dann gibt's die wohlverdiente Feierabendpizza. Yeah. Kernzonenkops auf Streife.